Budi. Simon. Warum ist Game 2 Folge 132 so dermaßen unterhaltsam? Ghost Recon Breakpoint. Mehr. Destiny 2 Shadowkeep. Mehr. Kolumne Grafik. Mehr. Gags. Mehr. News. Mehr. Lampe. Mehr. Baum. Mehr. Puzzlebob. Ja! Wir brechen uns die Knochen für euch. Den folgenden User-Kommentar findet man traditionell unter jedem Spiele-Trailer, garniert mit einem Haufen Ausrufezeichen. Sieht scheiße aus! Aber irgendwann dann haben sich alle wieder lieb, weil... Gameplay ist viel wichtiger. Aber wann ist gute Grafik wirklich wichtig? Wir finden's raus. Wann? Jetzt. Hallo. An alle Hater da draußen. Ja, Gameplay ist wirklich wichtiger als Grafik. Mach mal die Tür zu, die Leute sollen hören, was ich sage. Aber Micha, wann ist Grafik denn wirklich wichtig? Dann, wenn sie das Spielerlebnis maßgeblich beeinflusst. Deshalb mein heutiger Vortrag, technische und grafische Gamechanger. Man denke zum Beispiel an Super Mario 64, als wir durch ziemlich hässliche, aber total dreidimensionale Polygongärten hüpfen durften. Oder an die riesige 3D-Stadt, in der wir in GTA 3 plötzlich frei randalieren konnten. Oder an die bahnbrechende Havoc-Physik in Half-Life 2, die ein neuartiges Gunplay ermöglichte. Oder man denke an die offenen 3D-Rollenspielwelten in Gothic oder Morrowind. Eine Genrevorlage, die bis heute nachhallt. Tja, fällt euch was auf? Diese ganzen Beispiele sind alle scheiße alt. Daher meine steile These, grafische und technische Gamechanger gibt es nicht mehr. Das ist nicht wahr! Doch. Doch, was ist denn zum Beispiel mit den unzähligen modernen Open-World-Spielen? Neben Figuren und Landschaftsdetails hat zugegebenermaßen die Glaubwürdigkeit der Riesenwelten zugelegt. Und Cyberpunk 2077 wird bestimmt auch noch eine Schippe drauflegen. Vor allem ein Open-World-Spiel wird ja diesbezüglich gern als Meilenstein bezeichnet. Witcher 3 hat mich damals grafisch wirklich mega krass weggeflasht, weil ich einfach noch so aus dieser Skyrim-Welt kam. Diese ultra lebendige Stadt mit tausend Details, irgendwie diese Leute, die mega geile Animationen irgendwie in der Stadt arbeiten. Das ist genauso groß wie Skyrim, aber es sieht einfach 10.000 Mal geiler aus. Die Spitze des Open-World-Wahnsinns war dann Red Dead Redemption 2. Realistisch träge Animationen, dynamische Fußstapfen, in die erstmals auch das Regenwasser läuft, oder bei Kälte schrumpfende Pferdehoden. Das war allerdings eine Realismuswut, die nicht mal jeder mochte. Wunderschön, so lebensecht, also die ersten Stunden mit dem Schnee, die Animation der Pferde, die ganze Gang, aber alles so träge und schwerfällig und halt so pseudo-realistisch, dass man irgendwie so ein bisschen vergessen hat, bei all der Schönheit und dem Detailversessenen an den Spielspaß zu denken. Ist natürlich Geschmackssache. Und natürlich kann man nicht abstreiten, dass sich Open Worlds entwickelt haben. Aber fühlte sich die kleine und lebendige Welt des 17 Jahre alten Gothic 2 nicht zumindest ähnlich immersiv an? Ich würde also eher von Evolution statt Revolution sprechen. Und das lässt sich aus meiner Sicht auf fast alle anderen Aspekte von Videospielgrafik in den letzten Jahren übertragen. Gesichter werden immer glaubwürdiger, filmische Spielsequenzen werden immer filmischer, Autolack glänzt immer doller, Zombiehorden werden größer, Strategiespiele werden wuseliger und Explosionen werden explosioniger. Große Überraschungen sind kaum dabei. Das ist traurig. Gibt es hier also wirklich nicht mehr die technischen Revolutionen? Hat noch wer eine Idee? Nee, dann habe ich mal einen Vorschlag. Die totale Zerstörbarkeit von Levelstrukturen. Leider hat das noch kein Entwickler so richtig gepackt. Crackdown 3 sollte das zwar durch Cloud-Server-Berechnungen möglich machen, scheiterte jedoch kläglich. Bei Battlefield gibt es zumindest Zerstörung im kleinen Rahmen. Doch die grundlegende Levelstruktur bleibt, bis auf einzelne geskriptete Hochhäuserstürze, stets erhalten. Stellt euch vor, ihr könntet auf einer City-Map von Battlefield ganze Häuser reinplatt machen. Und der ganze Schutt würde auch liegen bleiben, wodurch sich wiederum die gesamte Levelarchitektur ändert und somit auch eure Taktik. Oder stellt euch ein GTA vor, in dem ihr ganze Stadtteile dauerhaft verwüsten könnt, was wiederum Einfluss auf den Spiel- und Storyverlauf hat. Aber ich vermute, Game Designer und vor allen Dingen Storywriter hassen diese Vorstellung. Denn die Umsetzung solcher Freiheiten wäre sicher unfassbar aufwendig. Tja, kommt also wahrscheinlich nie. Gibt es vielleicht noch andere Beispiele für technische Revolutionen? Nehmen wir aus aktuellem Anlass Last of Us 2. Also ich würde fast sagen, alle Naughty Dog-Spiele, weil die mich halt einfach so dermaßen geflasht haben, was so Gesichtsanimationen angehen. Also dass du halt wirklich glaubst, du hast da einen echten Menschen sitzen. Diese grafische Finesse, die jetzt da auch bei Last of Us Part 2 am Start ist, die finde ich, führt dazu, dass man einfach von dieser ganzen Gewaltdarstellung und so viel mehr ergriffen ist. Echte Emotionen. Guter Punkt. Dahinter steht die uralte Frage, ist der vielbeschworene Fotorealismus in Spielen vielleicht in greifbarer Nähe? Dadurch würde die Grenze zwischen Spiel und wahrgenommener Realität ja verschwimmen.
Also perfekte Welten und täuschend menschliche Figuren, auf die wir aus moralischen Gründen nicht mehr schießen wollen. Gehen wir der Sache mal nach. Es gibt da bereits jetzt einen Haufen Mods für GTA 4 und 5, die durch Neutexturierung, Beleuchtung und Farbfilter dem Fotorealismus nahe kommen. Und die ganzen Grafikdemos erst. Ein ehemaliger DICE-Entwickler hat kürzlich mit übelst krassen Fels- und Blätterpornos auf YouTube für Gamerballungen gesorgt. Angeblich ist es demnächst spielbar. Aber mehr als ein Waldspaziergangssimulator soll das Ganze wohl nicht werden. Es bleibt also fraglich, ob sich diese Edeloptik auch auf komplexe, große, echte Spiele übertragen lässt. Hinter der Optik steckt jedenfalls eine Technik namens Photogrammetry. Dafür werden reale Objekte dreidimensional abfotografiert und zusammengefügt. Und diese Technik kam zumindest in Teilbereichen von Star Wars Battlefront 2, The Vanishing of Ethan Carter oder auch Death Stranding bereits zum Einsatz. Es gibt also bereits eine existierende Technik für mehr Fotorealismus, die von den kommenden Konsolen vermutlich noch besser genutzt wird. Guckt man sich obendrein den nächsten Flight Simulator an, der seine Landschaft aus Satellitenbildern und Cloud-Daten generiert, sieht man, wo die Grafikreise hingehen kann. Mit PS5 und Co. kommt außerdem endlich auch auf Konsolen die viel gelobte Raytracing-Technik on top. Die sorgt, wie hier zu sehen, für eine natürliche Lichtstreuung und korrekte Reflexion. Ein fast fotorealistisches GTA 6 könnte also theoretisch machbar sein. Behauptet übrigens auch Take-Two-Chef Strauss Zelnick. Aber für den anfangs definierten Game-Changer müssten ja auch die Figuren grafisch mitziehen. Dummerweise sind fotorealistische Gesichter ein technisches Fass ohne Boden. Komplexe Poren, Pickelchen und Haare kann man anscheinend nicht aus der Hüfte rendern. Und es gibt noch ein Problem. Je realer ein Gesicht aussieht, desto störender wirkt eine nicht perfekte Mimik. Dieser sogenannte Uncanny Valley-Effekt hat bereits bei einigen Spielen für Spott gesorgt. Da gibt es einfach das perfekte Beispiel, und zwar Mass Effect Andromeda, das ja bekanntermaßen ziemlich gegen die Wand gefahren ist, was denn diese Gesichtsanimation angeht. Das hat, glaube ich, ziemlich vielen Leuten den Spaß verdorben und mich gleich ganz davon abgehalten, das zu spielen. Tja, Mimik ist schwer. Und selbst die tagelang vorgerenderte CGI-Visage von Commander Tarkin in Rogue One weckt irgendwie keine Empathie bei mir. Würde ich eiskalt wegballern. Fazit: Menschlich aussehende Gesichter in Videospielen liegen noch in ziemlich weiter Ferne. Weitere Vorschläge für technische Gamechanger? Technisch für mich eins der beeindruckendsten Spiele jüngster Zeit ist No Man's Sky. Schon als ich die ersten Trailer gesehen habe und man gesehen hat, dass man da aus dem Weltraum nahtlos auf einen Planeten fliegen kann, der immer größer wird. Du kommst immer näher und du kannst wirklich auch auf der Planetenoberfläche landen. Klar waren die Welten nur prozedural generiert und deswegen sahen sie jetzt auch nicht so hübsch gestaltet aus, aber trotzdem für mich sehr beeindruckend. Scharf analysiert, Trant. Da könnte was dran sein. Ich grübele. Der Ansatz von No Man's Sky war richtig. Doch erst das protzige Groschengrab Star Citizen setzt diese Idee aus meiner Sicht auch konsequent um. Künstliche Grenzen oder Ladezeiten gibt es nicht mehr. Man startet zu Fuß auf einer Raumstation, steigt nahtlos in sein Raumschiff, auf dem man frei herumlaufen kann, fliegt durch ein offenes All, macht ohne Unterbrechung einen Steilflug durch eine realistische Planetenatmosphäre und fliegt anschließend über einen komplett ausmodellierten Planeten inklusive fetter Sci-Fi-Metropole. Und nach der Landung läuft man durch eine hochdetaillierte, von NPCs belebte Planetenbasis, inklusive Metro, Geschäften und sonstigem Pipapo. Wie man das Ganze mit Inhalt füllt, ist eine andere Diskussion. Aber das Spielgefühl ändert sich durch diese Grenzenlosigkeit enorm. Und das ist tatsächlich ein Gamechanger. Es gibt sie also doch noch. Meine anfängliche These war also unglaublich dumm. Oh Mann. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der mir nach intensiver Recherche aufgefallen ist. Ich nenne ihn die Explosion der Artstyles. Gerade im Indie-Bereich sprossen nämlich in den letzten Jahren haufenweise einzigartige Looks aus dem Boden, die unbestritten essentiell für das Spielerlebnis sind und die frühere Videospielepochen fast gleichförmig aussehen lassen. Ein Low-Poly-Look zum Beispiel, da gibt es ein Spiel, das nennt sich Bound, habe ich geliebt. Dann hast du diese reduzierte Optik wie bei Limbo oder Inside, ist auch mega, mega geil. Pixel-Art, da habe ich jetzt gerade Blasphemous gespielt, ist halt auch wunderschön. Ich finde, das ist immer das, was mich am meisten fasziniert, wenn Entwickler ja, einen neuen Artstyle für sich entdecken. Ich fand stilistisch war Journey wirklich so eins der Spiele, was einen am meisten geflasht hat. So ein Artstyle und so ein Spielkonzept so geil zu verschmelzen, dass das einfach so ein geiles Gesamtkunstwerk ergibt. Bei mir war es tatsächlich Cuphead. Hier hat man irgendwie sowohl technisch als auch stilistisch irgendwie einen totalen Gegenentwurf zu Battlefield und Co. geschaffen, der aber auch heutzutage noch totale Daseinsberechtigung hat und wo man einfach sagen würde, nee, das hätte es vor 10 Jahren in der Qualität nicht gegeben. Also, ich muss zugeben, ich lag falsch. Es hat sie auch in den letzten Jahren gegeben. Ein paar optische und technische Milestones. Aber zu meiner Verteidigung, sie sind sehr klein. Deshalb PlayStation 5 und Xbox Scarlett, blast mich verdammt nochmal an in Zukunft. Der
Destiny 2 ist ja neuerdings Free-to-Play. Ja, alles für Ome jetzt. Nur der DLC Shadowkeep kostet was. Ist aber sehr interessant, weil das der erste DLC jetzt nach der Trennung von Publisher Activision Blizzard. Und die ganz große Hoffnung natürlich mehr Kreativität im Content. Aber ob das wirklich geklappt hat, das weiß weltweit nur Markus. Was? Wieso der? Weiß ich nicht. Wir haben hier 100 Leute und da schickt ihr den? Musst du Markus fragen. Eines ist gewiss, fallen draußen die Blätter, fallen drin die Gefallenen. Oder übersetzt, es ist Herbst und wir haben eine neue Destiny 2 Erweiterung. Mit Festung der Schatten betritt Bungie allerdings mutiges Neuland und das heißt Free to Play. Somit kann ab jetzt jeder Destiny 2 kostenlos spielen, so wie zum Beispiel unser Matthias hier. Wow, cool. Und ich kann jetzt einfach so das komplette Spiel spielen? Gute Frage, junger Matthias. Aber die Antwort ist etwas komplizierter. Als New Light-Spieler, so heißt die kostenlose Variante, bekommt man das komplette Hauptspiel von Destiny 2 mitsamt den beiden Erweiterungen Fluch des Osiris und Kriegsgeist und dem aus drei weiteren Updates bestehenden Season Pass. Das beinhaltet sämtliche Missionen, die großen Raids für 6 Spieler sowie weitere Aktivitäten wie Gambit, Menagerie oder die Schmieden. Außerdem können alle Planeten besucht werden und sämtliche PvP-Modi und Karten sind ebenfalls spielbar. Sogar die der neuen Erweiterung. Ach, und saisonale Events wie das Festival der Verlorenen zur Halloween-Zeit gibt's auch für lau. Okay, das ist eine ganze Menge. Aber ich will auch den neuen Kram aus Festung der Schatten spielen. Dann hast du Glück, denn einen Teil von Festung der Schatten kannst du auch kostenlos spielen. Die größte und wohl wichtigste Neuerung ist schon mal dabei. Rüstung 2.0. Dass Destiny gerne mal an seinem Rüstungssystem schraubt, ist nichts Neues. Dieses Mal kann man aber schon von einer Kernsanierung sprechen. Sämtliche Rüstungsteile besitzen jetzt eine zufällige Verteilung von 6 Statuswerten, die auch endlich mal anhand von Zahlen zeigen, wie hoch eure Mobilität, Stärke und Co. ist. Na endlich. Die Weltraumklamotten haben außerdem keine festen Fähigkeiten mehr. Die können nun in Form von Rüstungsmods beliebig eingesetzt werden, um sich seinen Wunschhüter zusammenzubasteln. So macht das Bock. Zumindest solange man auch was Gutes findet. Da jedes Teil ein zufälliges Element besitzt und darin nur Mods desselben Typs gesteckt werden können, mutiert die Suche nach der Wunschrüstung schnell mal zum Höllengrind. Aber gut, darauf stehen schließlich die meisten Destiny-Spieler. Etwas weniger nervenzehrend ist das Aufleveln, denn man findet nun deutlich mehr Loot, der einem auch wirklich etwas bringt. Dazu kommt ein neues saisonales Artefakt, das permanent Erfahrung sammelt und so das eigene Powerlevel zusätzlich und ohne Maximalgrenze erhöht. Am Ende einer 10-wöchigen Saison verschwindet das Artefakt allerdings und somit auch die Bonuslevel. Ja, okay, das ist alles ganz nett, aber ich will auch neue Gebiete spielen. Was denn mit dem Mond? Ist der neu? Naja, so halb. Der Mond zählte zu den beliebtesten Gebieten des ersten Teils. Für Destiny-Veteranen geht damit ein lang ersehnter Traum in Erfüllung, denn hier ist noch vieles wie früher. Gut, diese Erdspalte und einige andere waren vielleicht früher nicht da. Macht aber Sinn. Schließlich hat die Schar hier ordentlich gewütet, zahlreiche dunkle neue Höhlensysteme geschaufelt und eine riesige rote Festung hochgezogen. Somit besteht der Mond zu rund 50% aus alten und zu 50% aus neuen Gebieten. Ein guter Kompromiss für alle. Denn auch Free-to-Play-Spieler dürfen den Mond erkunden. Geil. Was kann ich noch alles machen? Du könntest dich zum Beispiel an den neuen Finisher-Moves erfreuen. Hat ein Gegner einen leuchtenden Punkt über dem Kopf, heißt es... Finish him! Sieht ziemlich cool aus und hat auch noch einen Sinn. Mit dem entsprechenden Perk kann man sich damit zum Beispiel heilen und unsichtbar machen. Macht aber auch einfach Bock, so einem Ogre fett auf die Schnauze zu hauen. Ebenfalls kostenlos die beiden neuen Strikes, Destinys widerspielbare Premium-Mission. Die können sich mal wieder sehen lassen und sollten eine Weile unterhalten. Also alles bisher Genannte ist kostenlos spielbar? Ja. Ja cool, da verpasse ich ja gar nichts. Naja, nicht ganz. Wer sich Festung der Schatten kauft, bekommt natürlich noch etwas mehr geboten. Zum Beispiel die neue Kampagne auf dem Mond. Unsere dreieugige Grufti-Freundin Aris Morn hat mal wieder zu tief gebuddelt und dabei Schreckliches entdeckt. Die Schar haben wie aus dem Nichts eine riesige rote Festung aus dem Boden gestampft und eine seltsame Pyramide ist auch noch aufgetaucht, die uns besiegte Feinde aus unserer Destiny-Vergangenheit als sogenannte Albträume um die Ohren wirft. Destiny-typisch brilliert die neue Story mit übertrieben bedeutungsschwangeren Dialogen. Hat der Reisende es abgeworfen? Oder mit Absicht hinterlassen? Es liegt an uns, die Wahrheit aufzudecken. Und aufgewärmten Gebieten und Gegnern. Ein klarer Rückschritt, denn die letzte Erweiterung Forsaken hat das deutlich besser hinbekommen. Aber ebenfalls Destiny-typisch spielt die Story eher eine Nebenrolle. Viel wichtiger ist das, was danach passiert. Das Endgame. Der neue Raid ist ein Teil davon. Da wir nach einer Woche aber immer noch zu schlapp dafür waren, haben wir es nicht besonders weit geschafft. Da
Dafür wurden wir Zeuge der käuferexklusiven Vex-Offensive. Zum Start der Invasion gab es ein paar fette Roboterbosse, die überall auf dem Mond aus riesigen Portalen stürzen, und einen Arena-Modus mit seichter Taktikkomponente, aber wenig Wiederspielwert. In den nächsten Wochen kommt auch noch ein Dungeon hinzu, eine mehrstufige Mission, die man zu dritt bestreitet. Wenn man alles fleißig erledigt, steigt der eigene Saisonrang, der für DLC-Besitzer reichlich Sonderbelohnungen freischaltet. Zu guter Letzt sind die fetzigsten exotischen Rüstungen und Waffen der Erweiterung allein für Käufer reserviert. Also ich soll für die paar Story-Missionen, den Raid und den Dungeon 35 Euro zahlen? Ich will doch nur ein bisschen ballern, nee. Da spiele ich lieber Free-to-Play. Ja gut, zum Start gibt es noch ein paar Serverprobleme. Sehr verwunderlich ist das aber nicht, denn zusätzlich zum DLC und Free-to-Play-Start wurden Cross-Saves zwischen den Plattformen eingeführt und gleichzeitig siedelte Destiny zu Steam um. Das sind schon eine ganze Menge Baustellen und wahrscheinlich auch der Grund, wieso Festung der Schatten inhaltlich deutlich hinter der letzten Forsaken-Erweiterung liegt. Der Mond ist zwar cool, aber zur Hälfte recycelt. Die neue Story ist bis auf ganz wenige Wow-Momente öde und voller wiedergekauter Abschnitte. Und auch der Umfang fällt etwas schmaler aus als erhofft. Trotzdem sind wir mit Festung der Schatten durchaus zufrieden. Die vielen kleinen Änderungen wie das Rüstungssystem 2.0, die Level-Up-Mechaniken oder die Saisonbelohnungen machen Destiny insgesamt zu einem besseren Spiel. Zukünftig liegt die Wahl beim Spieler, ob man für die gebotenen Inhalte zahlen möchte oder ob die umfangreiche Liste an kostenlosen Möglichkeiten genügt. Und das ist doch eine gute Sache. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Nein? Moin, weil Krogi im Urlaub ist, mache ich heute die News. Los geht's mit extra heißen Infos zur nächsten Konsolengeneration. In einem Wired-Exklusiv-Interview haben Sony Interactive Entertainment-Boss Jim Ryan und System-Architect Mark Cerny die Katze aus dem Sack gelassen. Die neue Konsole heißt ganz offiziell PlayStation 5 und landet zum Weihnachtsgeschäft 2020 im Handel. Nun bestätigt ist ein 4K Blu-ray-Player, eine Raytracing-fähige GPU und ein neuer Controller mit haptischen Motoren für realistischeres Feedback. Diese Woche spukten bereits Bilder des Dev-Kits durchs Netz. Ob die PS5 aber wirklich so oder ähnlich aussehen wird, wurde im Interview nicht bestätigt. Das erste PS5-Game hingegen schon. Die Macher des Shadow of the Colossus Remakes Bluepoint Studios arbeiten laut eigenen Angaben an einem Big Thing. Mehr wollte CEO Marco Trush nicht verraten. Wir tippen mal auf ein Remake von Demon's Souls. Jetzt aber genug PlayStation und Technikgesabbel. Blizzard hat sich diese Woche einen Shitstorm eingefangen. Hearthstone-Großmeister Blitzchung stellte sich letzte Woche auf die Seite der Menschenrechtsprotestanten in Hongkong. Dafür wurden ihm neben einer einjährigen Turniersperre auch das Preisgeld und sein Großmeistertitel aberkannt. Dieser Vorfall zog nicht nur in der Community weite Kreise. Wie jetzt bekannt wurde, sollen auch Blizzard-Mitarbeiter diese Woche auf dem Firmengelände gestreikt haben. Und Brian Kibler, Hearthstone-Profispieler und Kommentator, zog sich von seiner Arbeit bei den Grandmasters zurück, bis, Zitat, Blizzard etwas ändert. Die hingegen berufen sich auf die eigenen Turnierregeln, die politische Äußerungen verbieten. Gemunkelt wird, dass Blizzard sich mit der chinesischen Regierung nichts verscherzen will, um den riesigen Absatzmarkt nicht zu gefährden. Höllische Wartezeit. Statt dem bisherigen Release im November müssen Fans von Doom Eternal nun bis März 2020 auf den Release des Spiels warten. Einfach zu fesselnd. Im kanadischen Quebec wurde jüngst eine Sammelklage gegen Epic Games eingereicht. Der Vorwurf, Epic hätte nicht ausreichend davor gewarnt, wie viel Suchtpotenzial im Shooter Fortnite steckt. Die beiden noch minderjährigen Kläger berufen sich dabei auf ein Urteil gegen einen Tabakkonzern von 2017. Riesiger Western-Epos. Der PC-Release von Red Dead Redemption 2 steht für den 5. November an. Die Umsetzung für die fällt auch nicht gerade klein aus. Das Spiel soll rund 150 GB Platz auf der Festplatte belegen. Call of Rekorde. Das Handygame Call of Duty Mobile wurde in der ersten Woche bereits 100 Millionen Mal runtergeladen. Konkurrenten wie Fortnite, PUBG oder Apex Legends hatten im selben Zeitraum gerade mal ein Viertel dieser Zahlen geschafft. Neuigkeiten in Azeroth. Für World of Warcraft gibt es neben kleineren Erweiterungen und einem neuen 12-Boss-Raid auch spielerisch Neues. Das kommende Update 8.3 namens Visions of N'Zoth wird die Mecha-Gnomes und die fuchsähnlichen Vulpera als spielbare Rassen hinzufügen. Fragt man sich nur, what does the fuck say? So, und zu guter Letzt noch was zu Google Stadia. Die wird in 2 Jahren voraussagen, welche Eingabe ihr als nächstes macht und damit, Zitat, negative Latenz produzieren. Also nochmal, Google berechnet per künstlicher Intelligenz angeblich, wie ihr spielt und rendert das Spiel, bevor ihr überhaupt was gemacht habt? Kein Plan, wie das gehen soll. Vice President of Engineering Maji Bakar hat zum Interview mit Edge aber gesagt. Okay, ciao.
Ich bin ein Wolf, zum Alpha geboren. Ach was. Schritt für Schritt klettere ich die Nahrungskette hinauf. Warum redest du so komisch? Weil im neuen Ghost Recon alle so reden. Zumindest im Trailer. Oh, echt? Na, echt. Ja, echt. Ghost Recon Breakpoint ist kondensierte Amerika-Ura-Badass-Scheiße. Alles ist heroisch, stoisch und brett-fucking-hart. Hier wird sich in eiskaltem Schlamm gewälzt, als wär's eine verdammte Pflegepackung. Emotionslos blutklaffende Wunden abgeschnürt und natürlich derbe wütend durch die Luft geschrotet. Und der da... Yeah. ...ist mittendrin. Hat gar nicht wehgetan. Mir geht's gut. Ausgerechnet Game 2 Weichflöte Sebastian soll sich dem harten Militär-Supershooter Ghost Recon Breakpoint stellen. Wenn ihr mich fragt, ein klarer Fall von Fehlbesetzung. Och, Ingo. Ihr fragt euch sicherlich, wo der Lappen da überhaupt reingeschlittert ist. Spielwelt Aurora ist ein gescheitertes Paradies, das gewaltsam von einer militanten Splittergruppe übernommen wurde. Gut, irgendwas. Bla bla bla, kennste. Um aufzuräumen, wurde ein Trupp knallharter Supersoldaten entsendet. Ein Rudel abgebrühter Motherfucker, durch deren Venen glühendes Blei fließt. Ein Kollektiv stahlharter Testosterondampfwalzen. Und... Ah, der Heli fährt ab! Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Der ist auch da. Scheißtag. Wie schon im direkten Vorgänger sind das große Highlight von Breakpoint die offene Spielwelt und die vielen unterschiedlichen Lösungswege. Ihr könnt das tosende Frontschwein mit brennendem Lauf geben, außer Basti. Brrr, aua. Ihr könnt Gegner ungesehen wie einen Geist ausschalten, außer Basti. Sag mal, was macht der Nippel hier an der Granate? Und dank diverser Fahrzeuge von der Straße oder Luft aus angreifen. Außer Basti. Da Ghost Recons Wurzeln klar im Stealth liegen, ist euer Supersoldat im Kugelhagel doch nicht viel mehr als ein flatteriger Pappkamerad. Ein bisschen Basti steckt also auch in eurem Held, ob ihr wollt oder nicht. Also jetzt sag mal, auf wessen Seite stehst du? Aua! Siehste, dadurch drängt euch das Spiel dazu, auch im Rambo-Modus noch ein bisschen Taktik walten zu lassen. Sendet eure Drohne aus, um feindliche Stützpunkte auszuspähen und Gegner zu markieren. Das weitere Vorgehen steht euch frei, was eine total tolle Sache ist. Blöd aber, dass die Gegner auf dem Smartness-Level von Tontaub agieren. Und so wenig mehr als einen zuckenden Abzugsfinger verlangen. Wir treten in ein paar Ärsche. Das ist super. Da kann auch das müde Missionsdesign nicht dran rütteln, dass uns hauptsächlich Wegpunkte abklappern und auf dem Weg dahin alles umnieten lässt. Und das wieder und wieder und wieder und, oh, guck mal, Abwechslung. Wir müssen Ermittlungen anstellen, recherchieren und einen Knopf drücken, um das Ganze aufzulösen und danach wieder zu... Was für eine Riesenscheiße. Für Motivation will jede Menge Looter-Shooter-Getöse sorgen, dass der knallharten Militärnummer übergeworfen wurde. Überall findet ihr Schatzkisten mit Klamotten und Schießprügeln unterschiedlicher Güteklasse. Im Prinzip funktioniert das anständig, auch wenn schon ziemlich kalkuliert mit der Loot-Karotte vor unserer Nase gewedelt wird. Euer Fortschritt ist unheimlich geradlinig, egal ob ihr einen luschigen Dorfsoldaten oder einen hochleveligen Supersöldner ausknipst. Beide lassen den gleichen Loot fallen. Außerdem behält sich Breakpoint einen gewissen Grad an Realismus bei. Kopfschüsse sind etwa immer tödlich, wenn man denn trifft. Bäm, Junge! Bäm! Treffer, hast du gesehen? Kannst du mich auern! Autschi. Was für ein Idiot. Wo war ich? Ach ja, dass Kopfschüsse immer funktionieren, ist gut für den Schleichansatz, bei dem man ja Gegner schnell und lautlos ausschalten möchte, demotiviert aber bei der Loot-Sammelei. Wozu brauche ich schließlich die Knarre der ultimativen Zerberstung plus 3, wenn es die olle Knifte aus dem Startgebiet auch tut? Besonders gestört hat uns an dem Looter-Shooter-Ansatz aber, dass Ubisoft jede Menge Mikrotransaktionsgelumpe reingestopft hat. Nicht nur gibt's immer wieder blinkende Hinweise, die uns mit Punkteboni in den Ubi-Store locken sollen, es wird uns auch stetig der In-Game-Store angepriesen, über den ihr euch mit Echtgeld ja ganz flott Spielwährung, Waffen, Fahrzeuge und vielen anderen Kram sichern könnt. Für ein Spiel, das in seinen unübersichtlich vielen Editionen zwischen 60 bis 180 Euro kostet, ganz schön frech. Mann, da haben wir ja richtig ins Klo gegriffen. Kann davon die liebevoll gestaltete, weitläufige und lebendig wirkende Open World ablenken? Oh, nee, kann sie nicht. Auch wenn die Spielwelt gerade aus der Luft und in unterschiedlichen Klimazonen ganz schick sein kann, wirkt sie ansonsten leider unheimlich leer und leblos.
Ghost Recon Breakpoint hat in seinem Aufbau und vor allen Dingen im Solo-Modus einfach ein unglaubliches Eintönigkeitsproblem. Das zeigt sich auch ganz deutlich bei Redaktionsnulpe Sebastian, der aus Langeweile statt zu schleichen lieber das macht. Achtung, ich komme! Whee! Ich will nicht weg mit den Runterblättern! Statt mit der Drohne auszuspähen, das macht. Bumm, bumm, voll ins Gesicht. Bumm. Und dem allein einfach irgendwann die Sicherung rausgesprungen ist. Hallo, du bist jetzt mein neuer bester Freund. Und wir werden zusammen ganz tolle Abenteuer erleben. Ja, es wird Zeit, dass ihm da eine Gruppe echter Könner unter die Arme greift. Sie sind ein Haufen harter Hunde, gestillt in Blei und Feuer. Für diese eiskalten Haudegen ist keine Mission zu gefährlich, kein Krisengebiet zu heiß. Sie sind Markus, Micha, Kadett Robin und Sebastian. Sie sind hier, um Ärsche zu treten, den Tag zu retten und... Was lachst du schon? Ich hab Robin den Berg runtergeschossen. Der Krieg auf Aurora ist damit zu Ende, bevor er richtig angefangen hat. Und die Bevölkerung kann wieder beruhigt schlafen. Unsere Helden lassen auf den Schwingen ihres stählernen Togels reitend Blei auf ihre Feinde regnen. Keiner ist... Ihr habt noch nie Hubschrauber geflogen, ne? Aus, aus! Gut, Helikopter sind vielleicht nicht so ihre Stärke. Aber sie sind eine angsteinflößende, unbezwingbare Macht auf jedem Schlachtfeld. Ich bin bei dir, Robin. Oh nein, die werden gesehen. Tot. Shit. Lass uns die einfach mal auslassen. Warte, wir werden mal verteilt. Ihre Defizite machen sie dafür durch uneingeschränkte Kameradschaft fett. Und diesen Bund kann auch die schärfste Klinge nicht trennen. Ja gut, ich laufe. Ey, du hättest da hinten aufsteigen können. Wo bist du? Ich hol dich. Ich weiß nicht, wie weit weg du schon bist. Ich bin über dir. Ich komme! Scheiße! Ja gut, Hilfe! Kann mich jemand abholen? Okay, was soll's, sind alles Idioten. Bis auf Micha. Die wir hier zu geiler Musik irgendwie heroisch dastehen lassen wollen. Ganz ehrlich, die Jungs gehören ausgemustert und entwaffnet. Fuck, ich bin tot. Ihr müsst mich retten. Attacke! Attacke! Unsere gefallenen Freunde! Hilfe, Hilfe! Ja, 5 Sekunden. Du bist drüber gefahren. Aua, du fährst auf mein Bein. Jetzt! Ja, ist zu spät. Nein. Was? Ich hab dich noch geheilt! Was? Nein, die Sekunden waren abgelaufen. Oh, Drecksspiel. Tja, auch dieser Einsatztrupp hat seinen Skill wohl zu Hause gelassen. Andererseits steht diese Unfähigkeit aber irgendwie auch metaphorisch für das gesamte Spiel. Hä? Ghost Recon Breakpoint will so viel, macht aber so wenig davon richtig. In seinen unübersichtlichen Drecksmenüs versteckt es Rollenspielsysteme, Klassen, Skilltrees, Taktikoptionen und Survival-Elemente, ohne es aber mit auch nur einem davon wirklich ernst zu meinen. Für die im Vorfeld angepriesenen Überlebensmechaniken müsst ihr beispielsweise nur ab und an mal an einer Feldflasche nuckeln und Verbände anlegen. Das war's. Dazu gibt's regelmäßige Bugs, eine Seifenkistenfahrphysik und eine Geschichte, die zwar mit Punisher-Darsteller John Bernthal punkten kann, ansonsten aber auf diesem Niveau hier rumdümpelt. Die Energie, die durch diese Insel fließt, ist aus dem Gleichgewicht. Diese Störung wird dafür sorgen, dass das Land von innen heraus verfault. Mit Freunden an der Seite macht auch Ghost Recon Breakpoint dank sattem Gunplay und spielerischer Freiheiten Spaß, bleibt aber kilometerweit hinter seinen Möglichkeiten. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, nicht richtig Stealth, aber auch nicht richtig Looter-Shooter und macht damit weder die Fans des einen noch des anderen Lagers so richtig glücklich. Freunde, diese Mission ist in unseren Augen leider gescheitert. Spektakulär. Wow. Aua. Geil. Alter, ist das. Oh, oh. Ciao. Ey, jetzt sitzt du noch 10 Kilometer. Bist du abgesperrt? Da war schon der Bogen. Das war's auch schon wieder mit Game 2. Abgeliefert. Richtig gut. Das war abonnierungswürdig, würde ich sagen. Abonnierungswürdig, ja. Abonniert doch einfach mal und bimmelt die Glocke. Und hier sind noch 2 Videos, ne? Das eine ist von Funk, das andere ist von Game 2. Beide sind... Weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich gut. Ja, wieder schauen. Reingehauen.